Ach ja, alle reden im Moment über die Next Gen, denn sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 sind endlich erschienen. Aber heute möchte ich ein wenig in die Vergangenheit reisen, denn in diesem Video geht es um die allererste Xbox und ihre Spiele, die bei uns in Europa zum Launch am 14. März 2002 erschienen sind. Ich habe alle 19 Spiele angespielt, die es damals zum Start der Xbox zu kaufen gab und möchte mit euch ein kleines Spielchen spielen. Ich möchte so tun, als wären wir tatsächlich im Jahr 2002 und müssten uns entscheiden, welches der hier gezeigten Spiele wir uns zum Launch kaufen würden. Meine Picks verrate ich euch am Ende des Videos und freue mich natürlich in den Kommentaren über eure Auswahl. Also dann, schnallt euch an und begebt euch mit mir in die Vergangenheit mit der Xbox Classic und ihren 19 Launch-Spielen. Leute, können wir kurz über den Xbox-Controller sprechen, bevor wir uns den Games widmen? Ich meine, gespielt habe ich die Launch-Spiele mit dem Xbox S-Controller, aber da wäre ja noch der Duke. Wer kennt noch den Duke? Der erste Controller, den Microsoft ihrer Xbox beilegte, war einfach nur riesig und irgendwie eigenartig. Heute gilt er bei vielen als Frankenstein der Controller, aber ich finde den eigentlich ganz geil. In großen Händen wie meinen liegt der Duke exzellent und alle Knöpfe lassen sich gut erreichen. Nur das überdimensionale Logo hätte ein wenig kleiner ausfallen können. Aber sonst finde ich den Duke ganz cool. Für längere Sessions präferiere ich aber dann doch den S-Controller. Dieser ist damals eigentlich nur für den japanischen Markt designt worden, war dann aber so beliebt, dass Microsoft den Duke damit ersetzte. Der S-Controller ist nochmal eine Ecke handlicher und bequemer. Aber gut, auf zu den Games. Amped. Mit Amped bescherte Microsoft allen Snowboard-Fans ein Xbox-exklusives Spiel, das damals für eine fantastische Grafik und das herausfordernde Gameplay gelobt wurde. Wie bei anderen Genrevertretern rast man hier auf einem Brett Abhänge herunter und muss möglichst viele Tricks hinlegen, um den vorgegebenen Highscore zu knacken. Mit einer durchschnittlichen Metacritics-Wertung von 79 wurde das Spiel von Fans und Presse positiv aufgenommen, sodass noch zwei Nachfolger erschienen. Ich für meinen Teil war nie der große Snowboard-Games-Fan, Snowboard geht's auf dem Nintendo 64 einmal ausgenommen. Daher stelle ich mich hier im Gameplay auch so an wie ein betrunkener Panda auf einem Bambusstock. Batman Vengeance. Ubisoft steuerte zum Xbox-Launch ein Lizenzspiel bei, das ebenfalls auf der PlayStation 2 und den GameCube veröffentlicht wurde. In Batman Vengeance spielt ihr den dunklen Ritter in einem 3D-Action-Adventure, das klar an die geniale Batman-Zeichentrickserie angelehnt war, die ich damals als Kind geliebt habe. Nicht verwunderlich also, dass ich einen Heidenspaß mit dem Titel hatte, wenn auch auf dem GameCube. Mit einer 70er-Wertung auf Metacritics gehört Batman Vengeance zu den "Ach, leih mir vielleicht mal aus" Titeln, wobei man heute wohl eher "Ach, nehme ich mir mal in einem Sale mit" sagen würde. Rest in Peace, Videotheken. Her name's Mary Flynn. Sure. Is she in some kind of trouble? It's the Joker. And maybe more. Something about this woman doesn't add up. Bloodwake. Und noch ein Xbox-exklusiver Titel zum Launch der Xbox Classic. Bloodwake lässt dabei ordentlich die Muskeln spielen und zeigt, was für schöne Wassereffekte die Xbox zaubern kann. Dabei gehört Bloodwake aber zum Action-Genre, denn hier geht es mit Kanonenfeuer gegen feindliche Boote ins Gefecht. Und auch wenn lokale Multiplayer-Gefechte damals zum Alltag mit dem Spiel gehörten, hält eine Singleplayer-Kampagne auch Solo-Spieler bei der Stange. Vorausgesetzt, man steht auf sowas wie Twisted Metal auf See. 71er Wertung auf Metacritics. Dave Mirra Freestyle BMX 2. Ach ja, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Trendsport-Games der letzte Shit bei Jugendlichen waren? Was Tony Hawk's Pro Skater auf der PlayStation 1 und dem Nintendo 64 angestoßen hatte, setzte sich in den Folgejahren fort. Dave Mirra Freestyle BMX 2 behandelt dabei den Trendsport auf Fahrrädern und lässt euch durch verschiedene Level fahren, Parcours meistern und haufenweise Tricks ausführen. Acclaim gelang damals ein ordentliches Spiel, das von der Presse relativ gut aufgenommen wurde. Auf Metacritics findet ihr eine 76er Wertung für die Xbox-Version. Ich für meinen Teil war nie Fan dieser Spiele, daher müsst ihr euch gerade auch mit meiner miserablen Performance zufrieden geben.
Dead or Alive 3. Ladies and Gentlemen, darf ich euch das Spiel vorstellen, das mich damals zum Kauf einer Xbox verleitet hat? Naja, zwar nicht zum Launch, aber ein bis zwei Jahre später. Als Kampfspiel-Fan und GameCube-Besitzer schielte ich damals neidisch ins Xbox-Lager, denn Dead or Alive 3 sah einfach gigantisch aus. Die Bombast-Grafik, das flotte Gameplay und, naja, die Kämpferinnen ließen nicht nur mein Herz höher schlagen. Dead or Alive 3 war damals für viele ein absoluter Must-Have-Titel und kassierte Höchstwertungen. Heute noch verzeichnet das Kampfspiel von Tecmo Koei eine Durchschnittswertung von satten 87% auf Metacritic und auch ich spiele das Spiel bis heute noch sehr, sehr gerne. Fusion Frenzy. Fusion Frenzy war Exklusivspiel Nummer 4 in der Launch-Bibliothek der Xbox und versuchte damals den Multiplayer ins rechte Licht zu rücken, denn Fusion Frenzy war Microsofts Antwort auf Mario Party gewesen. Zu viert trat man in verschiedenen Minispielen gegeneinander an und wenn man keine Freunde daheim hatte, so sprangen KI-Gegner ein, damit Mehrspielerspaß garantiert war. Die generischen Charaktere und die durchschnittlichen Minispiele sorgten für eine durchschnittliche Wertung. Mit 70 Punkten auf Metacritic kam Fusion Frenzy zwar nie an Mario Party heran, sorgte aber wohl für genug Verkäufe, sodass auf der Nachfolgekonsole Xbox 360 ein Nachfolger herauskam. Halo Combat Evolved. Okay, kommen wir zum Elefanten in diesem Video. Das Spiel, auf das die meisten von euch wahrscheinlich gewartet haben. Und das Spiel, das der Xbox anno 2002 auch bei uns großen Erfolg beschert hatte. Halo war damals das Zugpferd bei der Xbox und über 50% aller Erstkäufer griffen zum Sci-Fi-Ego-Shooter von Bungie. Das Genre wurde zwar bereits auf dem Nintendo 64 für Konsolen revolutioniert, aber Halo verfeinerte das Konzept der Ego-Shooter auf Konsolen so sehr, dass mit dem Spiel eingeführte Standards auch heute noch in den meisten Spielen zu finden sind. Außerdem servierte das Spiel mit dem Master Chief einen der coolsten Charaktere der Videospielgeschichte und machte vor allem im Vier-Spieler-Modus lokal am meisten Spaß. Kein Wunder also, dass sich Halo zu einem echten Phänomen entwickelte und auf der Xbox Classic auch einen Nachfolger bekam, der dann auch online spielbar war. Eine 97er Wertung auf Metacritic spricht für sich. Seht! Jet Set Radio Future. Der Nachfolger des Dreamcast-Klassikers ist das achte Spiel, das wir hier in diesem Video besprechen, aber es ist bereits der sechste Exklusivtitel für die Xbox Classic. Da sieht man mal, was für ein geniales Line-Up Xbox-Käufer geboten bekamen. Und auch Segas Jet Set Radio Future stellte keine Ausnahme dar. Für Sega Dreamcast-Fans eine kleine Offenbarung, denn der Nachfolger zum beliebten Jet Set Radio ging den größer, besser, schöner Weg eines Sequels und präsentierte sich auf der Xbox in einer extrem schicken Cell-Shading-Grafik, die damals Fans und Presse begeisterte. Überhaupt lieferte Sega ein tolles Gesamtprodukt ab, was auf Metacritic mit stolzen 88 Punkten vermerkt ist und Sega einen klasse Einstand auf der Xbox bescherte. Mad Dash Racing. Willkommen zur Kategorie Hä? Von dem Spiel habe ich ja noch nie was gehört. Crystal Dynamics entwickelten mit Mad Dash Racing einen Xbox-Exklusivtitel, der leider extrem schnell unter dem Radar verschwunden war. Mit Halo, Dead or Alive, Jet Set Radio Future und anderen Spielen gab es einfach zu viele Alternativen für Xbox-Erstkäufer. Das ist aber sehr schade, denn Mad Dash Racing ist ein schönes, witziges und spaßiges Rennspiel. Dabei ist das wirklich wörtlich zu nehmen, denn hier rennen eure Charaktere um die Wette, anstatt in irgendwelchen Vehikeln unterwegs zu sein. Die langen Strecken erfordern zudem oftmals Geschick, denn ihr müsst über Hindernisse springen, schwimmen, klettern und euch mit zahlreichen Items bekämpfen. Leider wurde Mad Dash Racing damals mit unterdurchschnittlichen Wertungen abgestraft, was der heftigen Gummiband-KI geschuldet war.
Auch auf Metacritics steht das Spiel gerade mit einer 65er Wertung da, was euch aber nicht abschrecken sollte, wenn ihr mal einen etwas anderen Funracer spielen möchtet. Max Payne. Wo wir vorhin noch von Must-Haves zum Xbox-Launch sprachen. Max Payne von Remedy gehört definitiv dazu. Der packende Action-Thriller stellte Storytelling auf eine ganz neue Stufe und führte zudem die geniale Bullet Time ein, die damals jeden aus den Socken haute. Zwar wurde Max Payne ursprünglich als PC-Spiel entwickelt, doch war die Xbox-Umsetzung so gelungen, dass es auch hier Traumwertungen regnete. Max Payne war ein grandioses Solo-Abenteuer und verhalf auch dem Entwicklerstudio Remedy zu Weltruhm. Es ist eins dieser Spiele, die einfach nicht altern und auch heute noch grandios spielbar sind. 89 verdiente Punkte auf Metacritics. NBA Live 2002. Keine neue Konsole ohne Sportspiele zum Start. Davon wurde auch die Xbox Anno 2002 bei uns nicht verschont. EA veröffentlichte ihre NBA Live-Reihe zum Launch und heraus kam ein durchschnittliches, wenn auch recht hübsches Basketballspiel. Mehr kann ich euch an dieser Stelle auch nicht sagen. Es ist Basketball und es ist ein EA Sportspiel. Ja, 76er Wertung auf Metacritics. Und nun weiter im Text. NHL 2002. Ein EA-Sportspiel kommt selten allein. Wo ein jährliches Basketball-Update erscheint, da ist ein jährliches Eishockey-Update nicht weit. NHL 2002 von EA bot Eishockey-Fans ein gutes Spiel, wie die Wertungen bescheinigten. Deutlich besser bewertet als NBA Live 2002 pendelt sich NHL 2002 bei starken 89 Punkten auf Metacritics ein, was Eishockey-Freunde und Xbox-Fans natürlich gefreut hat. NHL Hits 2002. Erinnert ihr euch noch an Midway? Vor allem in den 90ern war Midway für viele tolle Arcade-Umsetzungen auf Spielekonsolen bekannt. In den 2000ern veröffentlichte Midway mit ihrer Hits-Reihe eine ganze Sportspielserie, die anders als bei EA oder Konami auf pure Arcade-Action getrimmt war. Zwar wurde NHL Hits 2002 nicht so gut bewertet wie EA's NHL 2002, rangiert auf Metacritics mit 79 Punkten, aber die satte 4 gegen 4 Action auf dem Eis hatte dennoch ihre Fans. Oddworld Munch's Odyssey. Nach zwei Side-Scroll-Ablegern auf der PlayStation 1 sicherte sich Microsoft den dritten Teil der Oddworld-Reihe als Xbox-Exklusivtitel. Munch Odyssey sollte die Power der Xbox zeigen, indem das Spiel weite Areale, mehrere Charaktere gleichzeitig und tolle Effekte auf den Bildschirm zauberte. Und das Spiel selbst war ein gelungenes Adventure rund um Abe und Munch, die erneut die Welt retten müssten. Eine gute 80er Wertung auf Metacritics zeugt von einem weiteren tollen Exklusivtitel. Project Gotham Racing. Gleich zum Start der Xbox legte Microsoft einen absoluten Edelracer aufs Parkett. Dabei konnten das Gameplay und die gesamte Aufmachung sowie das Kudos-Prinzip vor allem Sega Dreamcast-Besitzern bekannt vorkommen. Denn Entwickler Bizarre Creations zeichnete sich bereits für das Dreamcast-Rennspiel Metropolis Street Racer verantwortlich und brachte ihr gesamtes Know-how mit, was man bei Project Gotham Racing an allen Ecken und Kanten spüren konnte. Die Grafik war grandios, das Gameplay absolut spitze und die Kudos der notwendige frische Wind im Rennspielgenre. Die Presse belohnte das Spiel damals mit im Schnitt 85%, was auch der Metacritics-Wertung aktuell gleichkommt. Rennspielfans auf der Xbox waren begeistert und sich der neidischen Blicke anderer Gamer aus dem PlayStation- und Nintendo-Lager sicher. Rallye Sport Challenge.
Neben einem arcadigen Stadtracer brachte Microsoft mit Rally Sport Challenge ein Rallye-Spiel auf die Xbox. Entwickelt vom späteren Battlefield-Entwickler DICE, war Rally Sport Challenge eine weitere Offenbarung für Rennspielfreunde und vor allem Rallye-Fans. Die Grafik war ein weiteres Mal Spitzenklasse und das Handling der Rallye-Boliden so direkt wie in keinem anderen Rallye-Spiel, was natürlich Höchstwertungen mit sich zog und vermuten ließ, dass sich die Xbox zu der Rennspielkonsole entwickeln könnte. 87 Punkte bei Metacritic sprechen hier Bände. Über Hügel in lange Gerade, Vorsicht, Graben. Über Hügel in lange, leicht links. Tony Hawk's Pro Skater 3. Ach ja. Der erste und einzige wirkliche Cross-Gen-Titel, wenn ihr so wollt. EA's NBA Live 2002 erschien zwar neben der PlayStation 2 und der Xbox auch für die PlayStation 1, aber so krass wie bei Pro Skater 3, das auf sage und schreibe 9 unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht wurde, war NBA nicht. Da wundert es natürlich niemanden, dass die Xbox-Version von Tony Hawk's Pro Skater 3 die Stärken der Konsole nicht ausschöpfte. Dennoch veröffentlichte Activision ein hervorragendes Rennsportspiel, das die Konkurrenz mit Abstand im Staub stehen ließ und im Schnitt satte 93% einfuhr. Transworld Surf. Transworld Surf könnte wie Mad Dash Racing in die Habe-ich-noch-nie-gehört-Kategorie fallen, denn viel hatte man von diesem speziellen Trendsport-Titel zum Launch nicht mitbekommen. Das Server-Setting war vielleicht zu exotisch, weshalb der Titel nie aus dem Schatten eines Tony Hawk oder Dave Mirror heraustreten konnte. Spielerisch war der Titel im Vergleich zum Skateboard oder Fahrrad auch zu seicht, was ihm eine durchschnittliche Wertung von 76 Punkten einbrachte, daher nicht den erhofften Erfolg mit sich brachte, wenn auch 2003 eine GameCube-Version erschien, wieso auch immer. Reckless The Yakuza Missions. Und damit wären wir beim letzten Spiel im Xbox-Lineup angekommen. Reckless The Yakuza Missions war Activisions Versuch, ein etwas anderes Rennspiel auf die Beine zu stellen. Denn anders als beim direkten Konsolenkontrahenten Project Gotham Racing fuhr man in Reckless nicht gegen Gegner auf Rundkursen, sondern musste sich in verschiedenen storygetriebenen Missionen beweisen, was auch einen fehlenden Mehrspieler-Modus mit sich brachte. Trotzdem erzeugte das Konzept genug frischen Wind, um aus der Masse der Rennspiele herauszutreten, was auch der hübschen Grafik und massenweise Effekten geschuldet war. Die Presse war angetan, wenn auch nicht begeistert, und bescheinigte dem Action-Rennspiel im Schnitt 74%. Lassen Sie die anderen nicht entwischen! So, nachdem wir uns also alle Spiele angeschaut haben, die anno 2002 für die originale Xbox erschienen sind, wird es jetzt nochmal Zeit für die Eingangsfrage. Ich wollte ja ein kleines Spielchen mit euch spielen und so tun, als hätten wir heute 2002 und die Konsole würde heute erscheinen. Vor diesem Hintergrund also die Frage, welche Spiele von diesen 19 Launch Games würdet ihr euch für die Xbox Classic mitnehmen? Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Von den 19 Spielen würde ich mir 5 kaufen. Zum einen natürlich die Killer-App, das hier ist Halo Combat Evolved. Dieser Shooter hat damals einen Meilenstein gesetzt und ich glaube, ich hatte damit ziemlich viel Spaß, sowohl im Single als auch im Multiplayer, im Splitscreen mit meinen Kumpels. Dann ganz klar das erste Max Payne. Ich liebe Story-Spiele, ich liebe gut Third-Person-Shooter und da war Max Payne genau das Richtige. Auch der zweite Teil und auch der dritte, obwohl den nicht viele mögen, ist ganz cool. Und als Fighting-Game-Fan war für mich kein Vorbeigehen an Dead or Alive 3. Ich habe mir das so ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, ein bis zwei Jahre nach Release mit der Xbox zusammen geholt und spiele es bis heute noch sehr, sehr gerne. Wäre definitiv mein Must-Have gewesen. Und was Rennspiele angeht, so hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht entscheiden können zwischen Project Gotham Racing und Rally Sport Challenge und deshalb hätte ich mir wahrscheinlich beide mitgenommen. Das wären die 5 Titel, die ich mit der Xbox Classic mir mitgenommen hätte. Und wisst ihr was? Dadurch, dass ja jetzt gerade nochmal die Xbox Series X erschienen ist, habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, Microsoft,
du könntest dir vom Xbox Classic Launch eine Scheibe abschneiden, denn die Xbox-exklusiven Spiele, die da erschienen sind, waren schon wirklich der Hammer. Und wenn wir schon kein Halo bekommen in diesem Jahr und wer weiß, ob es nächstes Jahr kommt, so gebt uns doch einfach etwas von den anderen IPs, die ihr so besitzt. Rally Sports Challenge 4, Porsche Gotham Racing 5, da ist doch irgendwas drin, oder? Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten. Bin jetzt erstmal weg, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video, an dieser Zeitreise, und freue mich auf eure Kommentare, auf ein Like, auf ein Abo, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Bis dahin, adios, tschüss, euer Andi.